Live aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Zu dem ich Sie auch an diesem Sonntag herzlich begrüße. Am 13. Juni gibt es einen Fußballklassiker. Die Nationalelf trifft auf die Niederlande. Austragungsort ist Tschako, jene Stadt, in der Julia Timoschenko im Knast sitzt. In ihren traditionellen orangefarbenen Trikots werden die Oranjes auf den Rasen gehen. Und viele werden dann eben nicht nur an Fußball denken, sondern auch an jene orangefarbene Revolution in der Ukraine, deren Heldin Timoschenko einst war. Jetzt aber wird das Land autoritär regiert von Staatschef Janukowitsch und fast die Hälfte der ehemaligen Regierung, sie sitzt im Gefängnis. Ukraine im Abseits. Was bringt der EM-Boykott? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber wollen wir diskutieren. Ich freue mich auf meine Gesprächspartner und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bettina Westring ist leitende Redakteurin online bei der Frankfurter Rundschau und der Berliner Zeitung. Ina Ruck leitet das Studio der ARD in Moskau. Thomas Kistner arbeitet für die Süddeutsche Zeitung und ist dort zuständig für Sportpolitik. Und ich begrüße Rainer Holzschuh, den Herausgeber des Sportmagazins Kicker. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Westring, um die Fußball-Europameisterschaft ist ja so ein richtiger politischer Streit entfacht. Deutsche Politiker denken über einen Boykott nach. Die EU-Kommission hat sich bereits entschieden, nicht hinzufahren. Was bringt das? Wie sinnvoll ist das? Ich denke, es ist sehr sinnvoll. Es ist ganz klar so, dass die Ukraine sich weg von Europa und weg von der Demokratie bewegt und hin zu einem autoritären Regime. Das sagen alle Berichte, das wissen alle. Es trifft sich, dass die Aufmerksamkeit Europas jetzt durch die Europameisterschaft und durch das Schicksal von Frau Timoschenko auf dieses Land gerichtet ist. Dies ist eine wirklich außerordentlich gute Gelegenheit, etwas Gutes zu bewirken. Und ich halte diesen EM-Boykott für eine wirklich gute Sache. Das beeindruckt. Es tut auch weh. Das tut einer autoritären Regierung weh, wenn die Ehrentribüne leer bleibt. Aber umgekehrt, selbst Oppositionelle in der Ukraine sind zum Teil gegen einen Boykott. Mhm. Was brächte es denn? Ist es richtig, wenn westliche Politiker dort nicht hinreisen anlässlich der Europameisterschaft? Ich weiß nicht, wem das dort wehtut. Ob es Janukowitsch wehtut, kann ich nicht so richtig abschätzen. Der scheint mir aus Teflon zu sein. Es tut sicher dem Volk weh. Die Menschen, mit denen wir dort sprechen, die sagen, das haben sie uns damals erzählt, 2007, als die EM vergeben wurde, wir werden wahrgenommen auf der internationalen Landkarte. Das ist für uns das Allertollste. Und die sind sehr besorgt über diese Boykott-Idee und sagen, kommt doch trotzdem, kommt auch mit allen euren Regierungen, Politikern, Kommissionen, verweigert Treffen mit offiziellen ukrainischen Amtsträgern und Machthabern, aber kommt ins Volk, sprecht mit uns, diskutiert mit uns, schaut euch unsere Demos an, redet mit uns über Timoschenko oder wen auch immer, aber kommt. Und ich glaube, dass die Ukraine tatsächlich so ein Fall ist, wo das, was wir so oft sagen, dass man dass man ja was bewirken kann in solchen Ländern, meistens ist es Käse, aber hier denke ich, ist das tatsächlich ein Weg. Herr Kistner, ist das so? Ist umgekehrt die Möglichkeit, gerade das, die Europameisterschaft in der Ukraine stattfindet, auch eine Chance, Aufmerksamkeit auf die durchaus kritische Situation in dem Lande zu richten? Also ich bezweifle es ein bisschen. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem politischen Boykott, der jetzt zur Diskussion steht, jetzt in diesen Tagen und Wochen, und zwischen dem sportlichen Boykott. Ein sportlicher Boykott, wenn also die Europameisterschaft gar nicht stattfände, das wäre sicherlich das gewaltige Zeichen, das wäre dann auch für den Sport desaströs. Das kann meines Erachtens ja wirklich nur passieren, wenn sich die politische Situation in den nächsten 5 Wochen, die ja noch verbleiben, so zuspitzt, dass es vielleicht auch nochmal sicherheitspolitische Aspekte gibt, die zu neuen Überlegungen dann führen müssten. Der politische Boykott, die Absenz von wichtigen Politikern aus Europa, aus Deutschland und anderen Ländern, glaube ich, das affektiert die Bevölkerung nicht so sehr. Denn die Spiele werden stattfinden, die Europameisterschaft findet statt, die Medien sind da. Wenn es irgendwelche Proteste gibt, welche Proteste auch immer, es wird darüber berichtet werden. Und ich denke, wenn westliche Politiker im Lande wären und sich dort zeigen würden und sich dort äußern würden, was ja dann teilweise auch gefordert wird, das ist ja die Alternative zum Fernbleiben, dann wird es ja in der Ukraine nicht von
vom deutschen Fernsehen und von der Sunday Times transportiert, sondern das wird von den ukrainischen Medien ans ukrainische Volk transportiert. Wir brauchen es nicht noch mal zu hören, was unsere Politiker zu dieser Situation sagen, dann vom Standort Kharkiv oder Kiew aus, sondern wir wissen, was die Haltung ist. Aber ich glaube, in der Ukraine geht das gefiltert ans Volk. Und da wird natürlich dann das draus gemacht, was wir kennen aus anderen Ländern, in denen keine Informationsfreiheit herrscht. Da gilt es dann sicherlich, den Herrscher zu veredeln in irgendwelcher Form. Herr Holtschuh, Herr Kistner hat es auch gerade angesprochen, nämlich die Möglichkeit, dass die Spiele in der Ukraine gar nicht stattfinden. Nicht nur der Boykott, also Politiker reisen nicht hin, sondern je nachdem, so habe ich Sie verstanden, wie es sich noch politisch entwickelt, auch ein völliger Verzicht auf den Austragungsort oder auf die Austragungsorte in der Ukraine. Das hat ja der ein oder andere Politiker auch schon gefordert. Ist das überhaupt noch denkbar? Na, sicherlich nicht. Ich finde gut, dass überhaupt diskutiert wird über die Situation in der Ukraine. Und da bietet sich eine Europameisterschaft natürlich an. Ich habe mich allerdings auch gefragt, im letzten Jahr hatten wir ein Freundschaftsspiel in der Ukraine. Da hat kein Politiker überhaupt was dazu gesagt. Soll man da hinfahren, soll man da nicht hinfahren? Fahren wir mit? Machen wir Demonstrationen oder äußern wir uns dazu? Wie auch immer. Jetzt sind viele Äußerungen von vielen Politikern einfach vorschnell und rein populistisch gekommen. Wenn man jetzt, wie Erika Steinbach gesagt hat, man soll nach Österreich oder nach Deutschland die verlegen, ist das für mich unmöglich. Das ist aus organisatorischen Gründen unmöglich. Und wir haben es ja gerade von Ihnen gehört, Frau. Es ist eigentlich auch gut für das Land wahrscheinlich, für die Bevölkerung. Und auch ich habe Stimmen aus der Bevölkerung gehört, die sagen, kommt zu uns. Und ich habe Stimmen von ernsthaften Leuten gehört. Man kann natürlich verschiedener Meinung generell darüber sein. Aber wenn ich höre, dass Martin Schulz vom Europarat eigentlich auch schon oder vom Präsidium dagegen ist, dass man einen Boykott ausspricht, dann sollte man all diejenigen, die jetzt vorschnell und aus dem Bauch heraus und ohne vielleicht großes Hintergrundwissen sich geäußert haben, mal dazu anregen, dass sie anders mal ein bisschen nachdenken und nicht nur so vorschnell urteilen. Man hat das Gefühl, dass Politiker sich geäußert haben über Dinge, von denen sie wirklich nichts verstehen, nämlich vom Sport zum Beispiel und vielleicht auch von der Ukraine. Ist das eine sehr deutsche Attitüde jetzt, dieser doch massive Protest und dieser Boykottgedanke? Wie sehen das unsere europäischen Nachbarn? Wir sind ja nicht allein bei dieser Europameisterschaft. Ja, ich denke, die EU hat sich ja schon erklärt, dass der Europarat auch, das Europaparlament, Herr Schulz namentlich, glaube ich, nimmt eine andere Position ein. Aber sicherlich ist das alles noch ein Entwicklungsprozess, ein gedanklich. Aber grundsätzlich sind diese Dinge, glaube ich, jetzt schon in Zement gegossen. Es wird schwierig, dieses Rad noch mal zurückzudrehen, es sei denn, es gibt substanzielle Änderungen in den nächsten 5 Wochen. Aber die stellen, glaube ich, nicht zu erwarten. Was sagt denn das zweite Land, die politische Ebene, Polen, zu der polnischen Gesellschaft? Die Europameisterschaften finden ja in Polen und der Ukraine statt. Es ist natürlich unheimlich schwierig für die Polen, sich jetzt dazu zu äußern. Und man hat auch da unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, die amtierende Regierung hält sich sehr stark zurück. Die Opposition will in den Boykott mit einstimmen. Was sollen die Polen momentan sagen? Es wird ja eigentlich immer nur ausgelegt, als würden sie pro domo reden. Und das kann nicht der Fall sein. Auch wenn man aus Polen hört, und auch das haben wir von unseren Korrespondenten, dass da eine ganz andere Situation herrscht, dass die Pressefreiheit in Polen wesentlich stärker pointiert ist als in der Ukraine, wo es ja so gut wie keine Pressefreiheit gibt. Und deswegen sollten wir nicht auf die Polen da hören, sondern wir sollten vielleicht unsere eigene Meinung vertreten und vielleicht einen Konsens generell mit der EU mal anstimmen. Das wird ja, wie ich höre, gerade hinter den Kulissen sehr emsig versucht. Ich habe die Runde bisher so verstanden, dass Sie sagen, stattfinden wird es. Also der Gedanke, Es kann auch gar nicht mehr aus organisatorischen Gründen allein. Wir wollen und vor allen Dingen aber auch aus persönlichen Gründen für alle Fans, die lange genug gespart haben oder ihren Urlaub eingereicht haben, die Gelder schon gezahlt haben für Flug, für Hotels, für Tickets. Und das jetzt einfach zu stoppen, wäre für meinen Begriff ein Unding. Heute sind Wahlen in Schleswig-Holstein. Der FDP-Spitzenkandidat Wolfgang Kubicki hat zum Fanboykott aufgerufen. Das ist der größte Kampf überhaupt. Man hat tatsächlich den Eindruck, dass jeder seine Suppe jetzt kocht auf diesem Thema. Man fragt sich, warum das jetzt erst kommt. Wir wissen seit 2010, dass das Land nicht mehr das ist, dem wir die EM einst vergeben haben. Dass die Verfassung geändert wurde, dass das Regierungssystem ein anderes ist, dass die errungenen Freiheiten durch die Orange Revolution, die sogenannte, wieder eingebüßt sind. Dass wir jetzt gerade uns plötzlich fragen, ob das denn koscher ist, dorthin zu fahren, ist schon sehr seltsam. Man kann sich auch fragen, ob die Ukraine nicht ein billiger
ein billiger Fall ist, um die Menschenrechte zu sorgen. Da tut es nicht so weh. Das ist kein großer Wirtschaftspartner. Man kann sich fragen, wie es denn mit Russland steht zum Beispiel. Wir wollen auf das Generelle noch kommen. Ich will aber noch eins vorwegschieben. Dann reden wir ein bisschen über die Lage, die politische, Frau Ruckwürdig, auch weil Sie kennen das Land sehr gut, noch mal intensiver einsteigen. Aber eine habe ich noch, die zum Thema Boykott. Würde ich das gerne noch mal in die Runde geben. Wie sollen sich eigentlich die Sportler verhalten? Die Debatte gibt es ja jetzt auch. Sie sagen, alles stattfinden wird es, also unsere Elf wird dort spielen. Kann man in dem Land einfach nur Fußball spielen? Wie werden sich die Sportler verhalten bei dieser Europameisterschaft? Also was kann man ihnen raten? Also primär sollte jeder das für sich selber entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einer Mannschaft oktroyieren kann, dass jeder sich dazu äußert. Es gibt wie in der gesamten Bevölkerung auch in einer Mannschaft unterschiedliche Charaktere. Der eine interessiert sich dafür. Man weiß, dass der Metzelder, frühere Nationalspieler, sich sehr stark für Politik interessiert, Lahm auch. Und andere wissen gar nicht, um was es da wirklich geht. Und was soll man da einem 19-, 20-jährigen jungen Fußballer, der noch nie in seinem Leben politische Seiten der Zeitungen gelesen hat oder im Fernsehen politische Themen mit angehört hat, was soll man dem sagen? Äußere dich bitte zur Ukraine. Das wäre völlig überzogen. Der neue DFB-Präsident, Wolfgang Niersbach, hat den Spielern mitgeteilt, hat sie darauf hingewiesen, sie seien frei in ihrer Meinung. Das ist auch richtig, die sollen Fußball spielen und das ist das Entscheidende. Und vor allen Dingen, jetzt kommt noch eins hinzu, die politische Äußerung von Sportlern im Stadion ist für meinen Begriff auch zu Recht verboten, wobei sowohl FIFA als auch UEFA da immer wieder darauf hinweisen, dass man für gewisse Ziele sich durchaus auch im Stadion engagieren kann. Zum Beispiel Rassismus ist ja ein ganz wichtiges Thema, das auch während Welt- und Europameisterschaften immer wieder nach vorne getrieben wird. Das ist was anderes, aber in so einem Fall sollten Sportler das tun, was sie persönlich für richtig halten. Dann lassen Sie uns, Frau Ruck, mal ein bisschen das Land genauer angucken. Was ist das für ein Land? Die Deutschen reisen normalerweise nicht, die reisen viel, aber nicht so häufig in die Ukraine, sondern sonst wo in der Welt herum. Wie muss man sich dieses Land heute, Sie kennen es sehr gut, vorstellen? Ist das eine lupenreine Diktatur? Ist das irgendetwas zwischen Demokratie und autoritärem Regime? Wie beurteilen Sie die politische Situation dort? Es ist ein typisches Beispiel für ein Land, ein postsowjetisches Land auf dem Weg irgendwohin, wahrscheinlich in Richtung Demokratie, welches stark autokratisch regiert wird oder autoritär, sagen wir besser, regiert wird, in dem es keinen Rechtsstaat gibt. Also die Justiz ist käuflich und korrupt, in dem es sicherlich keine demokratische Kräfteverteilung gibt. Es gab eine kurze Zeit lang, hatte die Ukraine sich eine Verfassung gegeben, die unserer ähnelt, eine parlamentarische Demokratie. Diese Verfassung ist von Präsident Janukowitsch nach dessen Wahl wieder abgeschafft worden. Das heißt, das ist so ein typischer Mischfall von ein bisschen demokratisch, ein bisschen autoritär, zu autoritär, noch nicht Rechtsstaat und auch noch nicht Demokratie. Es ist im Vergleich mit all den anderen Staaten, in denen demnächst auch große Ereignisse stattfinden werden, Aserbaidschan, die Eurovision zum Beispiel, oder Russland, ist die Ukraine sicherlich nicht schlimmer und möglicherweise sogar ein wenig mehr frei. Also wenn ich gerade mit Russland vergleiche, die Presse in der Ukraine steht besser da als die in Russland. Dass die Versammlungsfreiheit, die Möglichkeit, zumindest auf der Straße seine Meinung zu äußern, ist sehr viel größer gegeben. Also in Russland sind neuerdings solche großen Demonstrationen möglich, aber ein Zeltlager, wie wir das in Kiew sehen, welches Frau Timoschenko unterstützt, könnte in Russland nicht mal aufgebaut werden. Dort wird das geduldet seit Monaten. Also Opposition kann sich bewegen, kann sich äußern. Kann sich äußern, das Parlament ist entmachtet, aber es ist dennoch ein bisschen mehr Luft zum Atmen und es ist ein bisschen lockerer als Russland, sicherlich. Wie sieht es mit Menschenrechten aus? Das sehen wir ja gerade, genau. Offensichtlich gibt es ja wirklich Probleme mit den Menschenrechten in der Ukraine. Es gibt politische Gefangene, werden den früheren Regierungsmitgliedern ist reihenweise der Prozess gemacht worden. Es laufen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Alle Beobachter haben gesagt, dass der Prozess gegen Frau Timoschenko, die nun auch kein Engel ist, aber dennoch, dass der Prozess nicht fair war. Natürlich. Und es gilt immer noch, das ist ein Land, was unserem sehr nahe liegt und was uns wirklich auch zu interessieren hat. Und zum Beispiel ist es ja wirklich auch der polnischen Regierung zu danken, dass sie das Thema Ukraine und Weißrussland, die beiden großen Nachbarstaaten, die so auf Abwägen sind, dass sie das auch immer wieder in die EU trägt. Und nun ergibt sich dieser kleine glückliche Umstand, ein Konjunkturzufall. Das Interesse richtet sich auf dieses Land.
hätte auch sein können, wäre sicher besser gewesen schon vor einem Jahr, hätte auch sein können erst in einem Jahr. So ist die Medienwelt, so ist unsere Welt und die unterliegt gewissen Konjunkturen. Aber nun haben wir diese Aufmerksamkeit. Und ich denke, es ist wirklich gut, dass diese Aufmerksamkeit genutzt wird, um da etwas Gutes zu bewirken. Sie haben den Namen genannt. Die Aufmerksamkeit, über die Sie sprechen, hat sich ja entzündet in erster Linie am Namen Julia Timoschenko, an der inhaftierten Oppositionsführerin, Oppositionspolitikerin. Warum steht gerade diese Frau so im Mittelpunkt unserer Diskussion? Und was ist das überhaupt für eine Frau? Zunächst mal ist es eine Frau. Ich glaube, das zieht schon mal ganz gewaltig. Mhm. Ja? Wir haben das am Beispiel der birmanischen Oppositionsführerin gesehen. Eine Frau, die inhaftiert wird, ist eine ganz andere Kategorie als ein Mann, der inhaftiert wird. In Weißrussland saßen, ich weiß nicht, wie viele politische Konkurrenten des Präsidenten im Gefängnis. Das hat keinen interessiert. Nein, es ist einfach, das Mitgefühl ist ein ganz anderes, wenn man eine Frau im Gefängnis sieht und dann vielleicht sich noch vorstellt, dass diese Frau geschlagen wurde. Trifft es, rührt es den Menschen innerlich anders an, als wenn es um Männer geht. Ich glaube, so ist das und es ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Frau Ruck, können Sie die ein bisschen charakterisieren? Was hat die für eine politische Geschichte? Ist sie die? Sie haben sie verglichen mit der burmesischen Oppositionsführerin, die ist ja eine Freiheitsstatue, eine Heldin. Ist Frau Timoschenko damit vergleichbar? Ja und nein. Also Frau Timoschenko ist eine Geschäftsfrau, die es geschafft hat, nach dem Zerfall der Sowjetunion sehr schnell sehr reich zu werden. Eine von wenigen Frauen in diesem ganzen Feld der Oligarchen, die damals groß wurden. Das zeichnet sie sicherlich sehr aus. Sie ist dann in die Politik gegangen. Sie ist eine sehr charismatische Frau. Wenn sie vor so einem Platz steht wie dem Platz der Unabhängigkeit in Kiew, dann stehen da 100.000 und hören ihr zu, weil sie einfach einen Wahnsinnscharisma hat. Sie spielt mit diesem Bild natürlich der Ikone der Orangen Revolution. Also der Haarkranz ist ja sprichwörtlich. Den hat sie auch im Krankenhaus zwar nicht um den Kopf geflochten, aber der Zopf liegt immer schön drapiert neben ihr. Das alles ist sicherlich so. Sie ist bestimmt kein Engel. Wie sie zu ihrem Geld gekommen ist, da muss erst noch nachgeforscht werden. Sie hat sicherlich da genauso viel Dreck am Stecken oder auch nicht Dreck am Stecken wie all die anderen schnell reich gewordenen in den Trümmern der Sowjetunion. Aber sie ist schon eine Frau, die ein großes politisches Talent hat. Sie steht für eine ganz klare, eher sozialdemokratische Politik sogar in der Ukraine. Sie hat sich viele Feinde gemacht damit, sie hat auch viel gemauschelt und gekungelt, aber sie ist schon so eine Reizfigur. Sie ist die beliebteste Politikerin der Ukraine, sehr viel beliebter als der jetzige Präsident. Sie spaltet das Land auch ein wenig und sie ist eine, die Medien und Aufmerksamkeit ganz geschickt einsetzen kann. Ist sie nach wie vor so etwas wie die Hoffnungsträgerin derer, die auf eine demokratische Entwicklung in der Ukraine setzen? Sicherlich für die 30%, die ihre Anhänger sind. Aber sie ist eigentlich auch, wenn sie dann irgendwann aus dem Gefängnis kommen wird, schon auch eine Figur von gestern, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie nochmal Präsidentin der Ukraine wird. Aber das mag sich auch alles ändern. Sie ist tatsächlich im Moment deshalb auch eine Reizfigur, weil sie eine Erzfeindin von Präsident Janukowitsch ist. Dem hat sie den Wahlsieg damals ja verdorben mit der Orangenrevolte. Und das hat er ihr nicht verziehen. Deshalb dieser Rachefeldzug, anders kann man das nicht nennen. Es sitzt ja eine ganze Reihe von Ministern aus ihrer Regierung in Haft. Andere haben politisches Asyl bekommen in europäischen Ländern. Das zeigt deutlich, diese Reizfigur ist eine ganz wichtige für die derzeitige, um zu verstehen, was da in der Ukraine im Moment los ist. Wie schlecht wird sie denn behandelt? Ist sie tatsächlich in Lebensgefahr? Kann man das einschätzen? Da gibt es ja auch, höre ich immer wieder, ganz unterschiedliche Stimmen. Ganz schwer einzuschätzen. Ja, sehr schwer einzusetzen. Wir glauben natürlich den Ärzten, den Deutschen, die sie untersucht haben, die sagten, dass sie eine chronische Bandscheibengeschichte hat mit starken Schmerzen, nicht behandelt in den ersten Gefängnismonaten, ein Skandal natürlich. Wie es um die berühmten blauen Flecken steht, wie die entstanden sind, ob sie misshandelt wurde oder nicht, ist sicherlich nicht so richtig ganz aufzuklären. Das ist für mich auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass diese Frau, und das, ob sie nun eine Trickbetrügerin oder eine Mörderin oder eine ehrliche Frau ist, der gehört natürlich ein faires Rechtsverfahren dahin. Die Tatsache, dass sie verurteilt ist in einem absurden, politisch motivierten und gekauften Verfahren, das ist der große Skandal sicherlich. Jetzt hat ihr ja auch Putin angeboten, oder Putin hat angeboten, er würde
Sie ebenfalls aufnehmen für die Behandlung, so wie es die Bundesregierung auch schon getan hat. Wie muss ich mir denn das oder wie müssen wir uns das erklären? Auch Putin kocht sein Süppchen hier, ganz klar. Also Putin hat natürlich Interesse daran, die Ukraine, oder anders gesagt, mit Putin und Frau Timoschenko verstehen sich. Sie haben damals diesen berühmten Gasvertrag ausgehandelt, für den sie jetzt ja im Gefängnis sitzt. Außerdem wurde damals durch den Vertrag ein reicher Oligarch als Zwischenhändler ausgehebelt, den der Putin nicht mag. Also da gibt es wieder solche einzelnen kleinen Verstrickungen. Und er möchte gerne die Ukraine näher zu sich ziehen. Das schafft er im Moment tatsächlich durch diese wohlwollenden Worte Frau Timoschenko gegenüber, denn das Volk gutiert das, dem Volk gefällt das. Das ist also sicherlich auch nicht unwichtig. Wie redlich ist denn der jetzt, Sie haben es alle mehr oder weniger einvernehmlich erwähnt, der späte Protest, die späte Empörung der politischen Klasse Deutschlands, wie redlich ist das eigentlich? Ich habe heute in den Zeitungen konnte man lesen, der frühere Verfassungsgerichtspräsident Papier hat gesagt, es gibt doch eine ganz einfache Alternative. Die Bundesrepublik könnte das Land, die Ukraine, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anklagen, statt Boykottaufrufe oder Ähnliches politisch zu diskutieren. Das Wort populistisch ist ja vorhin schon mal gefallen. Das ist für mich auch eine relativ populistische Geschichte, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt jetzt damit nach vorne zu kommen. Vor einigen Monaten hat die Russland die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 bekommen. Vor einigen Jahren die Olympischen Spiele, die Winterspiele in Sochi. Mhm. Da hat sich kaum eine Stimme gemeldet. Mhm. Weißrussland hat in 2 Jahren die Weltmeisterschaft in Eishockey. In China waren vor 4 Jahren die Olympischen Spiele. Bei Ukraine, vielleicht in 1 oder 2 Jahren auch Weißrussland, werden da die Politiker plötzlich wieder nach vorne kommen. Das ist ein Land oder es sind 2 Länder, die nicht so eng wirtschaftlich und politisch verflochten sind und wo man ganz andere Interessen hat. An Russland trauen sich die Großen nicht ran, an China erst recht nicht, weil da wirtschaftlich auch noch so viel auf dem Spiel steht. Mhm. Und jetzt den Sport vorzuschieben, ist für mich eine Situation, wo ich sage, das ist ein bisschen, sagen wir es ruhig, feige. Herr Gissner, ist das so? Machen wir Menschenrechtspolitik sozusagen nach ökonomischen Interessen? Ja, ich sehe es, wo es nicht so weh tut. Ich sehe es genau umgekehrt. Die Ukraine ist ein relativ kleiner Wirtschaftspartner. Ja, aber man wird sich natürlich auch, es ist richtig, Herr Holtschuh hat ja gerade aufgelistet, was alles ansteht, was wir hatten. Bahrain fehlt noch. Formel 1, diese Dinge. Wir haben in Zukunft und hatten es auch schon in der Vergangenheit eine ganze Latte von Affären, Events abzuarbeiten. Im Grunde genommen können die Protestformulare jetzt schon gedruckt werden für 2014 Eishockey-WM in Weißrussland, Sochi dann in Putins Privatländerei. Diese Themen werden sicherlich kommen, also ganz sicher wird man sich auch mit den Großen anlegen. Das haben wir im Übrigen im Falle Peking ja gesehen. Das waren monatelange Debatten, die aber um die Menschenrechte gingen. Herr Gissner, also im Vergleich zu dem, was heute schon passiert, war das alles relativ. Ja, aber in der Relation zu dem großen Land und zu von den Politikern weniger. Das war von den Medien vor 2 Jahren. Nein, auch von den Politikern. Relativ harmlos. Aber es spielt ja eigentlich keine Rolle. Ich denke, wenn wir über die politischen Boykotte sprechen, dann zäumen wir so ein bisschen das Pferd von hinten auf. Das Problem liegt ja erkennbar in diesen Vergaben. Da haben wir sie eigentlich schon angesprochen. Die Frage ist doch, warum gehen wir immer öfter in diese Länder? Wir haben Russland gleich 2-mal mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Wir haben in Russland, Sie als Expertin, Frau Ruck, haben Sie ja gerade schon beschrieben, noch dollere Zustände zu gewärtigen. Wenn wir jetzt im Fall Timoschenko solche Reaktionen haben, dann muss notwendigerweise in 2 Jahren die ganze Geschichte entsprechend in Sachen Russland gefahren werden. 2018 dann auch wieder. Mhm. Wir haben danach anstehend bereits Katar, eine Fußballweltmeisterschaft in der Backofenhitze von 50 Grad. Mhm. Wir haben, wenn es auch keine Musterdemokratie? Auch keine Musterdemokratie, natürlich nicht. Wir haben aber möglicherweise 2 Jahre vorher schon den ersten Auftritt in Katar. Denn Katar bewirbt sich ja auch um die Sommerspiele. Die werden nächstes Jahr vergeben. Und wenn wir sehen, wie souverän Katar bei der FIFA diese Entscheidung mit 2/3 gewonnen hat, dann werden sie das auch machen. Mögen Sie sie auch beantworten. Wir Warum gehen immer mehr solche Großveranstaltungen in Länder mit fragwürdigen politischen Systemen, fragwürdiger Situation hinsichtlich der Menschen? Das ist die spannende Frage. Das ist die spannende Frage. Warum spielt das eine Rolle, diese Frage, bei der Vergabe solcher Großereignisse? Das spielt ganz erkennbar eine Rolle, wenn man nur noch in diese Länder geht.
wenn man diese absolut intransparenten Vergabeprozesse sieht in den Sportverbänden, namentlich in der FIFA und in der UEFA, immer wieder auch im IOC, wenn man sieht, was für massive Korruptionsgeschichten sich regelmäßig um diese Vergaben abspielen. Auch im Fall der Ukraine hat es massive Korruptionsgeschichten gegeben, die nie wirklich gründlich behandelt worden sind, muss man auch sagen. Also Ihre These ist, die Sportverbände geht dann zurück. Eher in fragwürdige Länder als in... Erkennbar. Also das ist eine ganz klare Zielrichtung mittlerweile. Und der Sport genießt immer noch eine Autonomie, die aus Turnvater Jans Zeiten stammt, die heute noch angemessen ist für Amateursport, Breitensport und all diese Dinge, aber nicht für dieses Industriesegment. Wir reden hier nicht über Sport. Teilen Sie die Einschätzung in der Runde? Das ist ja eine salopp steile These oder eine starke These, zu sagen, es ist sozusagen Vorsatz der Verbände, ausgerechnet in Länder zu gehen, die eher problematisch sind. Es ist eine Mischung aus Vorsatz, Entschuldigung, um das klar zu machen, eine Mischung aus Vorsatz. Korrigieren Sie mich, wenn ich Sie falsch zusammenfasse. Und den Vergabeprozessen an sich, das darf man ja nicht vergessen. Gerade die Fußballbewerbe, die sind so schlecht reglementiert, dass man sich eigentlich alles erlauben kann und danach sagen kann, wenn die Korruptionsdebatte kommt, ich habe keine Regeln gebrochen. Was ist der Vorteil für die Verbände in solchen Ländern wie Katar oder... Wenn Sie sehen, was sich die Verbände an Freiheiten ausbedingen in den Vertragswerken, die vor den Vergabeprozessen unterschrieben werden müssen von den Bewerbern. Steuerfreiheit, Zollfreiheit, Erleichterung von Arbeitsbestimmungen für die sogenannte Fußballfamilie, bis hin zu Devisen, Änderungen im Devisenrecht. Also in England wurde gleich nach der verlorenen WM-Vergabe 2010 dann aber erst publik gemacht, dass die FIFA eine Art Befreiung vom dort herrschenden Geldwäschegesetz gefordert hätte. Wenn man diese Dinge sieht, dann ist natürlich klar, dass es bestimmte Länder gibt, die sich weniger schwer mit solchen Befreiungen tun als richtig rechtsstaatliche heißt Länder. Heißt das, Herr Holstuhl, Sport und solche Vergabe, das ist Geschäft, das hat mit Menschenrechten und Demokratie nichts zu tun? Beides. Also man darf jetzt nicht nur pauschalieren in eine Richtung hinein, sondern man muss verschiedene Aspekte auch sehen. Sicherlich gibt es und hat es gegeben und wird es auch in Zukunft geben, Dinge, an denen man sich reichlich stoßen kann und wo man wirklich auch sagen muss, da läuft nicht alles mit rechten Dingen zu. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diese These, dass man Sportveranstaltungen in Länder gibt, die... mit denen man vielleicht selber etwas Publizität gewinnen kann. Ich erinnere nur an Japan, Korea 2002, wo jeder vorher darüber geschimpft hat. Man wollte den Fußball dort implementieren. Und in Japan ist mittlerweile eine Fußballkultur entstanden, die sehr hoch angesiedelt ist. Auch durch oder vor allen Dingen durch diese Weltmeisterschaft vor 10 Jahren. Wir haben mittlerweile in der Bundesliga fantastische japanische Fußballer. Und sie machen immer mehr auf sich aufmerksam. In Südafrika vor 2 Jahren gab es heftige Diskussionen vorher, auch gerade in Deutschland. Ich erinnere mich, was Uli Hoeneß vorher gesagt hatte. Und es waren wunderbare Fußballspiele dort, die stattgefunden haben. Und das Land hat profitiert, zumindest die Bevölkerung. Ich habe selber erlebt dort vor Ort, was das für eine Begeisterung bei diesen Leuten in Südafrika gewesen ist. Natürlich muss man alles hinterfragen. Und ich bin auch der Erste, der das mittut. Aber ich will nicht verallgemeinern und nicht pauschalisieren. Ist es denn überhaupt realistisch, solche Großveranstaltungen? Es gibt ja, man kann auch sagen, erfreulicherweise viele davon im Sport, nur an jene Länder zu vergeben, die, sagen wir mal, in toto unseren Maßstäben von westlicher Freiheit gerecht werden. Brasilien haben wir die nächste Weltmeisterschaft. Das sind die vergebenen Events, die bereits bis 2022 hinausreichen. Aber gerade weil es ja diesen Prozess gibt, weil die Bewerberländer vorher schon unterschreiben müssen, was sie alles akzeptieren, könnte man da beispielsweise rausnehmen, Steuerbefreiung, Zollbefreiung, was auch immer für die Fußballfamilie, denn das ist das, was von den Verbänden akkreditiert wird, ungeprüft, und dafür solche Dinge reinnehmen wie Menschenrechte, die Menschenrechtssituation im jeweiligen Land, Informationsfreiheit, Redefreiheit und so weiter. Hätte man das gemacht in der jetzigen Situation, würden wir hier gar nicht sitzen, über einen politischen Boykott diskutieren. Am deutschen Sportwesen soll die Welt genießen. Die nächste Europameisterschaft findet in Frankreich statt. Also das ist ja sicherlich ein Land, über das man nicht diskutieren muss. Und, ich bin ein bisschen anderer Meinung als Sie, Herr Kistner. In Frankreich werden wir die Debatte auch nicht haben. Passport toto ist das okay, was Sie sagen, aber nicht für alles. Aber was spricht denn dagegen? Was spricht denn dagegen, solche Dinge mit reinzunehmen? Ich denke, das wäre eine Überforderung der Sportveranstaltung, wenn man die
wenn man die internationalen Menschenrechte in die Vergaberichtlinien reinschreibt. Das sehe ich nicht für richtig an. Aber ich möchte noch mal sagen, warum ich diesen Ukraine-Boykott so liebe. Ich glaube, dass er nämlich auch für die Fußballverbände und für die ganzen internationalen Sportorganisationen, deren Praxis ja so fragwürdig ist, wie Sie uns gerade auch gesagt haben, für die setzt sie Maßstäbe. Das wird schwieriger, so ein Beispiel Ukraine noch mal zu wiederholen. Das wird einfach ein bisschen schwieriger. Da verbrennt sich der Sport auch ein bisschen die Finger mit dieser Europameisterschaft. Und das setzt ein gutes Vorbild. Das finde ich eine gute Sache. Ich glaube, das hilft. Dann komme ich aber noch mal zurück zu Ihnen, Frau Ruck. Die Alternative, Sie haben ja eine andere These, es findet dort gar nicht statt. Würden wir in dem Umfang, wie wir das derzeit erleben, über ein Land wie die Ukraine und die Situation dort überhaupt medial berichten und uns damit auseinandersetzen? Wenn die EM nicht stattfinden würde. Ja. Oder nie dorthin vergeben worden wäre, weil man gesagt hat, fragwürdiges Land, das kommt nicht in Frage für ein solches sportliches Großereignis. Wir haben zum Beispiel über dieses Gerichtsverfahren gegen Julia Timoschenko berichtet, seitdem es läuft. Das ist fast ein Jahr jetzt auch schon. Auch prominent in ARD-Sendungen. Und die Resonanz ist natürlich jetzt plötzlich losgebrochen durch diese Diskussion, die begann mit einem Artikel in der FAS, wenn ich mich nicht recht täusche. Klar, jetzt ist die Aufmerksamkeit plötzlich da. Aber auch vorher, als wir wussten, die EM geht in die Ukraine, hat das nicht viel geändert. Ich möchte noch mal auf meine These zurück. Ich sehe all die Defizite, die Ukraine hat. Das ist auch nichts, wozu man schweigen dürfte, um Gottes Willen. Ganz wichtig. Aber ich denke, hingehen, Flagge zeigen und sich bewusst nicht mit all jenen Janukowitschen und seinen Vasallen zeigen, sondern bewusst zu all den anderen gehen. Dann soll Herr Niebel doch ins Demo-Camp für Frau Timoschenko gehen, wenn ihm das so wichtig ist. Aber das würde genau für die Antithese von ihm sprechen, dass man eigentlich in problematische Länder erst recht reingehen sollte. Was Sie gerade sagen. Es gibt, ich glaube, auch da gibt es natürlich Schattierungen. Natürlich ist die Ukraine ein Land, also ich würde auch wirklich die Kirche im Dorf lassen. Da haben wir schon in ganz anderen Diktaturen. Sie würden unterscheiden zwischen Weißrussland und der Ukraine? Natürlich. Ich würde auch unterscheiden zwischen China und der Ukraine, Bahrain und der Ukraine und vielleicht sogar Russland und der Ukraine. Die russische Gesellschaft ist sehr viel stärker in Grenzen, als die Ukraine es ist. Also wenn wir die Einschränkung der Pressefreiheit sehen, die ist in Russland sehr viel stärker. Politische Gerichtsbarkeit erleben wir in Russland jeden Tag. In Russland sitzt ein Chodorkowski seit bald 10 Jahren. Aber umso dramatischer ist das Fass, das jetzt aufgemacht worden ist. Weil, ja, wenn es schon bei der Ukraine solche... Die Ukraine, wie gesagt, ist ein, da kann man relativ billig sich als guter Menschenrechtler zeigen. Glauben Sie das? Nehmen wir das mal, es liegt ja vor der Tür. Olympische Winterspiele in Russland. Glauben Sie, dass wir mit der gleichen Intensität eine Diskussion darüber erleben werden? Auch nicht nur der Medien, auch der politischen Klasse? Wie wir sie jetzt am Beispiel... Ich bin kein Prophet, aber so intensiv wie momentan, vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt, kann ich mir das nicht vorstellen. Entweder wird das vorher breit getreten aufgrund der Diskussion jetzt mit der Ukraine. Zum Beispiel. Wir haben durch die Ukraine natürlich jetzt viel gelernt. Aber wir werden sicherlich die Politiker unter Druck setzen, sich wahrscheinlich in 2 Jahren genauso zu äußern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Politiker sich unter Druck setzen lassen von den Medien. Also ich glaube auch nicht, dass ein Boykott in Russland oder in China realistisch ist. Es gibt diese Faktoren von Wirtschaftsmacht. Wir sind ungeheuer angewiesen auf chinesische Investitionen in unsere Wertpapiere, in unsere Staatsanleihen. Wir sind ungeheuer angewiesen auf die seltenen Erden aus China. Und wenn wir sie nicht aus China beziehen, dann beziehen wir sie aus Aserbaidschan, was auch kein appetitliches Land ist. Wo wir demnächst auch eine Eurovision abhalten. Also das macht die European Broadcasting Union Eurovision Song Contest. Ist das vergleichbar für Sie eigentlich? Ein musikalisches Großereignis? Gelten da die gleichen Maßstäbe wie für Sportereignisse? Zumindest ist die Vergabepraxis da eindeutig geregelt. Ja. Und wir kennen den Grund, warum wir in Aserbaidschan sind. Aber Winner takes it all. Genau. Ja, aber das ist nicht so politisch aufgeladen. Das Entscheidende ist doch die politische Aufladung dieser Sportart. Und deswegen nochmal, es ist kein Sport. Es gibt da eine Grenze, es ist ein Industriebereich. Wer da jetzt eine Fechtweltmeisterschaft in der Ukraine, wir wüssten das gar nicht, wir würden das gar nicht wahrnehmen. Niemand würde sich, das ist Sport, ja, aber niemand würde sich in der Bundesregierung jetzt hinstellen. Schon gar nicht in der EU, würde sagen, Moment mal, da ist doch Frau Timoschenko im Gefängnis, da können wir bei der Fechtweltmeisterschaft nicht antreten, beziehungsweise wir können da niemanden hinschicken, weil nämlich ohnehin niemand hingeht.
Ich glaube, wir schaden den Demokraten in der Ukraine, den Lupenreinen, genauso wie wir dem halbautoritären Autokraten oder dem autoritären Halbautokraten Janukowitsch schaden. Denn die warten auf die Gelegenheit, dort mit Politikern reden zu können, dort in Kontakt zu treten, Unterstützung zu bekommen. Ich glaube wirklich, die Ukraine ist ein Grenzfall. Es ist so ein Land, wo es sich tatsächlich lohnt, reinzugehen und mit den Leuten zu reden und ganz klar zu definieren und zu unterscheiden, zu wem geht man Haben und Sie zu wem Eindruck, geht man nicht. Dass das den Janukowitsch und sein Regime und seine Regierung nervös macht, dass die sagen, da passiert jetzt etwas an Öffnung, an Plattform auch für Opposition, die für uns gefährlich wird? Er hat sich das lange nicht anmerken lassen. In den letzten Tagen merkt man so an kleinen Äußerungen, dass es offenbar doch ankommt. Aber der ist ja ein sehr, sehr geschickter Lavierer zwischen West und Ost. Er macht da die Balance zwischen Russland und der Europäischen Union und versucht, sich in dieser Balance zu halten. Bislang hat er gedacht, das schadet ihm nicht. Ich glaube, so langsam kommt etwas an. Aber er hat eigentlich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass ihm das völlig egal ist, was sein Bild in der Öffentlichkeit ist. Er hat die Konrad-Adenauer-Stiftung mal aus dem Land geschmissen, kurzzeitig. Mhm. Er hat diverse andere Geschichten gemacht, wo man gedacht hat, das ist politischer Selbstmord, wenn man gleichzeitig ein Assoziierungsabkommen mit der EU will. Was auf Eis liegt zurzeit. Genau. Aber das hat ihn nicht groß angefasst. Also von daher schwer anzuschätzen. Aber eins scheint doch klar zu sein. Die Bemühungen der Ukraine, in die EU aufgenommen zu werden, sind durch diesen Vorfall jetzt, durch diese Emotionen in der Bevölkerung, bei den Politikern, bei allen Leuten, wegen der Europameisterschaft erst mal ad acta gelegt. Und das scheint mir ganz gut zu sein. Und wenn die Ukraine dann wirklich noch mal ernsthaft in die EU wollte, müsste sie sich von Grund auf ändern. Im Oktober sind Wahlen in der Ukraine. Genau, Parlamentswahlen. Was haben wir da zu erwarten? Es wird sicher turbulent werden, so wie die Ukrainer sind ja so ein sehr politikinteressiertes Völkchen. Die gehen auf die Straße, die demonstrieren, die haben viele Parteien. Da entsteht gerade ein neuer Politikstar am Horizont, das ist der ältere Klitschko. Der hat seine eigene Partei, wird mit ihr bei den Wahlen antreten. Ist der ernsthaft politisch engagiert oder ist das nur ein PR? Nee, ist ernsthaft engagiert. Ist auch, glaube ich, ein nicht ganz dummer Mann. Und hat seine Unterstützer. Wird bei der nächsten Präsidentschaftswahl, denke ich mal, kandidieren und keine schlechten Chancen haben. Aber das wird nicht weniger turbulent werden dort. Auch das ist ein Grund, da jetzt hinzugehen und sich zu zeigen mit Leuten und Leute zu ermutigen, indem dass sie ihren Weg in Richtung Demokratie weitergehen können. Mhm. Sie haben diesen schweren Rückschritt durch die Wahl Janukowitsch, die ja auch keine unumstrittene ist. Er hat die sehr knapp damals gewonnen. Aber sie werden da weitergehen. Und wenn ich ganz kurz noch eine Sache zu Frau Westring sagen darf, ich glaube nicht, dass es ein Präzedenzfall ist, ein guter Anfang, der dann für andere Spiele und Meisterschaften gilt. Ich glaube tatsächlich, bei der Ukraine können wir es uns erlauben. Das tut niemandem groß weh, wenn wir da so ein bisschen boykottieren. Und wir werden den Teufel tun und das dann mit Russland oder mit anderen Geschichten machen. Ich glaube, das ist eher so ein kleines Feigenblättchen, dass wir das auch mal politisch zeigen, dass wir das können. Aber ansonsten werden wir wieder still sein. Frau Westring, wir kommen langsam nicht in die Fankurve, aber in die Schlusskurve des Presseclubs. Taugt der Sport als Instrument, um autoritäre Regime zur Vernunft zu bringen? Ist es richtig, Sport, Politik und Menschenrechte miteinander zu vermengen? Oh, ich finde schon. Ich finde, Sport ist ein solches Massenereignis, gerade so ein Fußball, der wirklich ja Millionen und Millionen in seinen Bann schlägt und so ein großes Geschäft ist, finde ich richtig. Man darf nicht vergessen, dass es auch noch viele andere Instrumente gibt. Es gibt das Assoziierungsabkommen beispielsweise mit der Ukraine, darüber war schon die Rede. Man könnte zum Beispiel auch Geldwäschegesetze gegenüber den Leuten in der Ukraine, die sich jetzt da so schamlos bereichern, kann man die geltenden Geldwäschegesetze schärfer anwenden. Aber Sie sagen, es ist ein Mittel. Es ist ein Mittel. Man kann umgekehrt, und das sollte man in diesem Fall auch sicher tun, einen Kommunikationskanal aufmachen und sagen, was sich für das Land zum Besseren bewegen könnte. Danke, weil wir gegen Ende sind, wollte ich Herrn Holtschuh noch gern fragen. Jetzt haben wir viel über Politik und Sport geredet. Viele Fußballfans freuen sich auf die Europameisterschaften. Wird das denn trotz der politischen Diskussionen, die die EM begleiten, auch ein Fest der Freude für die Sportinteressierten und Begeisterten werden können? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Alle Welt- und Europameisterschaften, über die vorher so negativ berichtet worden sind, sind denn im Endeffekt doch große Fußballfeste gewesen. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir nur den reinen Sport sehen, dass wir großen Sport, hoffe ich zumindest, großen Sport erleben werden. Der Sport lässt sich hoffentlich nicht nur ausnutzen für politische Dinge, dass er da zur Verfügung stehen muss. In diesem Fall, da haben wir vorhin darüber diskutiert, das ist auch richtig, aber unterm Strich freue ich mich auf diese Europameisterschaft.
aus sportlicher Sicht. Und die Holländer spielen in Orange, oder? Die sollen in Orange, wenn wir so 3-0 putzen, ist das alles wurscht. Ich danke der Runde für die lebhafte und engagierte Diskussion. Das war der Presseclub hier im Ersten. Hier bei uns geht es jetzt weiter mit dem Wochenspiegel gleich. Im Anschluss daran aber kommt schon wieder der Sport. In der Sportschau live geht es heute Schlag auf Schlag um den Ruderweltcup und um die deutsche Tourenwagen-Masters mit der Übertragung vom Lausitzring, einer politisch lupenrein demokratischen Region, also völlig korrekt, wenn Sie zuschauen. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Machen Sie es gut, genießen Sie Ihren Tag und tschüss. So, da sind wir wieder beim Presseclub nachgefragt. Auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Ukraine im Abseits, was bringt ein EM-Boykott? Das ist unser Thema unserer Diskussion heute hier im Presseclub. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste, an unsere Presseclub-Runde. Und die erste Frage kommt von Herrn Hans-Peter Molter. Sie rufen aus Standenbühl. Da müssen Sie mir erklären, wo das ist. Das liegt zwischen Kaiserslautern und Mainz. Okay, Sie verzeihen mir, dass ich das... Ja. Abgestimmt. Okay, meine Frage ist, die Heuchelei, die im Presseclub und teilweise bei den Politikern stattfindet, finde ich als dermaßen unangenehm, wobei bei Ländern wie Libyen und so weiter wurde so lange mit dem Westen, hat der Westen so lange... gemauschelt, bis die Regime gestürzt sind. Das ist meine Frage. Und der Bundestag sollte sich nicht so aufblasen. Er hatte versucht, Leute, welche gegen bestimmte Euro-Gesetze stimmten, mundtot zu machen, indem die Redezeit gekürzt wird. Das finde ich auch unangenehm. Das war meine Frage. Herr Molter, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Und bei uns geht es, wie könnte es anders sein, ganz demokratisch zu. Sie dürfen sich auch aussuchen, wer Ihnen antworten soll. Das ist mir gleich. Das ist Ihnen gleich. Ja, richtig. Wer möchte denn? Dann müssen wir entscheiden. Herr Holtschuh. Ja, also das Wort Heuchelei ist für meinen Begriff erstmal verkehrt. Im Grundsatz ist diese Frage aber berechtigt, weil die der Tat vielleicht wesentlich zu spät von den Politikern in diesen betroffenen Ländern eingegriffen worden ist. Aber es hat ja mit Sport dann nichts zu tun. Wir haben gerade über Sport und Politik und die Menschenrechte gesprochen. Das ist in Libyen und Tunesien eigentlich wirklich nur peripher zu diskutieren gewesen. In Ägypten hat es mal eine Weltmeisterschaft im Handball gegeben, habe ich vorhin mal kurz erwähnt. Aber alles andere hat damit nichts zu tun, was wir gerade diskutiert haben. Nächste Frage passt zu dem Komplex. Gerd Horn ist am Telefon aus Saarbrücken. Schönen Gruß nach Saarbrücken und Ihre Frage bitte. Ja, hallo. Ich grüße Sie aus der Landeshauptstadt des Saarlandes. Folgendes. Und zwar habe ich direkt die Frage an den Herrn vom Kicker. Er hat mich irgendwie meinungsmäßig unterstützt, was China anbelangt, die Olympischen Spiele, was auch in Russland die Fußball-WM angeht. Jetzt meine Frage, die UEFA wusste doch schon 2011 bei dem Regierungswechsel, welche Sachen da passieren könnten. Sind die nicht politisch interessiert? Hätten jederzeit noch die Möglichkeit, organisatorisch die EM von der Ukraine wegzuziehen, jetzt vom Sportlichen her gesehen, und sogar in Deutschland zum Teil, also Polen, Deutschland stattfinden zu lassen. Und deshalb auch jetzt, was mir nachgeht, sind die Leute von der UEFA genauso bestechlich wie die von der FIFA? Vielen Dank, das war meine Frage und darauf hätte ich gerne eine Antwort. Ja, zum einen, wer sagt Ihnen, dass die alle bestechlich sind? Also das wissen wir alle nicht, da gibt es die größten Vermutungen oder Hinterfragungen. Aber ich habe noch keinen persönlich gesehen, der Geld angenommen hat, das wissen wir alle nicht.
zur Frage, zur Frage. 2007 ist diese Europameisterschaft in die Ukraine gegeben worden. Damals, wir haben es vorhin von Frau Ruck gehört, gab es ja die Orangenrevolution noch in ihrer Blüte, wenn ich das richtig verstanden habe. Damals schien alles darauf hinzudeuten, dass die Ukraine nah an die EU heranrückt. Und damals wäre es auch eine richtige Entscheidung gewesen. Das nach Deutschland kurzfristig zu verlegen. Ich glaube, von dem Gedanken sollten wir uns trennen, dass wir sowas ausrichten können. Das wissen wir alle. Aber wir sollten uns da nicht vordrängen. Ich muss ganz kurz noch anfügen, den Kollegen Holzschuh korrigieren. Es gibt selbstverständlich allerlei Korruptionsfälle, nachweislich. Es sind Vorstandsmitglieder aus den großen Fußballverbänden, also aus der FIFA, dem Weltverband, sowohl entfernt worden als auch zurückgetreten, als auch überführt worden. Sondern wir haben generell von UEFA und FIFA. Dass es in der FIFA da Fälle gegeben hat, das wissen wir alle. Wir haben viele UEFA-Vorstandsmitglieder, die auch in der FIFA sitzen. Also da gibt es Schnittmengen. Ja? Also es ist nicht so, als wäre das alles in einem luftleeren Raum. Das ist nachweislich so. Es gibt diesen ungeklärten Fall bezüglich der Vergabe speziell in die Ukraine, Ukraine-Polen. Und ich denke allerdings auch, wir können jetzt gar nicht mehr, schon aufgrund dieser Debatte, was immer eine Ausweichmöglichkeit wäre, Deutschland wäre ganz sicher keine mehr. Denn in Deutschland würde es jetzt wirklich so ausschauen, als hätte man erst das Theater vom Zaun gebrochen und dann auch noch die Teil-Europameisterschaft geholt. Also das ginge sicherlich gar nicht. Würde nicht nur redlich wirken, meinen Sie. Die nächste Anruferin kommt aus Nürnberg. Sibylle Christen ist am Telefon. Ich grüße Sie. Hallo, ein Grüß Gott aus Franken an die Runde. Hallo? Ja, wir hören Sie, Frau Christen. Ja, ich habe Sie gerade nicht verstanden. Ich bin in einem sehr fußballbegeisterten und politischen Haus groß geworden und bin auch selber sehr politisch interessiert und fußballbegeistert. Und ich bin der Meinung, also es ist jetzt keine Frage, sondern eine Bemerkung. Ich bin der Meinung, dass die Bevölkerung in der Ukraine darauf wartet und wir zusammen, die in der Kette, die unteren Glieder, dass wir zusammen ein schönes Fest feiern können und einen demokratischen Geist mit in das Land bringen können. Und die Politiker, ich bin für die Teilung, Sport und Politik, auch wenn Fußball in dem Fall eine sehr politische, ein sehr politisches Ereignis ist. Ich bin der Meinung, dass die Politiker sich ganz klar und deutlich von Menschenrechtsverletzungen und so weiter distanzieren sollen, aber die Bevölkerung soll gemeinsam ein Fest feiern. Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage, Herr Holzschuh. Darf ich etwas dazu sagen? Ich weiß, dass die Stadt Nürnberg Partnerstadt ist von der Stadt Charkow. Ja. Und es hat kürzlich dort ein Forum gegeben, wo auch Nürnberger oder fränkische Politiker hingefahren sind, wo auch Journalisten da gewesen sind, auch ehemalige Sportler. Man hat tagelang ausgiebig diskutiert und man hat dort unheimlich viel für das gegenseitige Verständnis getan. Und deswegen ist auch so eine Europameisterschaft am Rande sehr positiv. Der nächste Anrufer kommt aus Berlin. Jost Groth ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Groth. Und Ihr? Ja, einen schönen guten Tag an die Runde. Ich erinnerte mich nur an Nelson Mandela, der sagte angeblich anlässlich der Vergabe der Olympischen Spiele an Südafrika, es war damals Apartheid-Regime, falls sich der ein oder andere noch erinnert, sie haben uns mit der Vergabe und der Weltöffentlichkeit, der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, haben sie uns mehr geholfen als alles andere. Das ist nur eine Anmerkung an die Runde. Herr Groth. Also, das ist der Hinweis darauf, dass im Falle Südafrikas Nelson Mandela gesagt hat, es hat geholfen, dass in Zeiten... Also es gab keine Olympischen Spiele in Südafrika. Ja. Und die WM-Vergabe war zu einer Zeit, wo es schon lange, lange Land da drüben... Diese Probleme jedenfalls kein Thema jenseits mehr waren. Die Probleme Südafrika haben sich immer an der wirtschaftlichen Lage entzündet. Und wenn wir genau drauf schauen, sehen wir, dass diese WM Milliardenverluste im Lande hinterlassen hat. Die Weltmeisterschaft 2010, genau. Ja. Hat die dem Land war sie genutzt, politisch? In welchem
welcher Hinsicht? Also es war ja nicht mal wirklich das internationale Fußballfest, denn es hat auch im Winter stattgefunden. Es ist eine dermaßen hohe Preispolitik, rigide, von der FIFA damals betrieben worden, die dann ganz kurzfristig wieder kassiert wurde. Plötzlich sind dann die Dämme gebrochen, sind sehr, sehr viele, vor allem mittelständische Hotels, Hostales und so weiter, eingegangen dann auch, weil der große Tourismus ausblieb. Es war Winter, ich meine, es ist nicht so attraktiv, bei 3 Grad plus im Stadion zu sitzen mit Fäustlingen. Das Sommerfest findet bei uns statt, also in den wirklichen Sommerzonen zu dieser Zeit. Es mussten die Stadien in den Anfängen auch aufgefüllt werden. Und bis zuletzt waren ja auch nicht mal die VIP-Boxen wirklich voll. Mhm. Im Fernsehen, in den Medien kommt das immer andersrum. Die Bilder finden sich immer. Aber das gigantische Sportfest, teils auch klimabedingt, das hat es nicht gegeben. Also ich war 5 Wochen vor Ort. Herr Holtschuh möchte widersprechen. Zum Teil nur. Ja, zum Teil haben Sie ja recht, Herr Kistner. Aber das Selbstwertgefühl der Bevölkerung ist durch diese Weltmeisterschaft in einem Maße gestiegen. Also ich habe es alles vor Ort reichlich erlebt. Die Bevölkerung hat sich so gefreut und hat so mitgefeiert, wie wir 2006 es auch getan haben. Und insofern war aus diesem Aspekt die Weltmeisterschaft ideal für Südafrika, für das Volk. Ja. Das wird in der Ukraine genauso sein. Also das ist ja dann auch wirklich einer der guten Aspekte an diesen Veranstaltungen. Es gibt in der Ukraine viele Gegner. Es gab von Anfang an viele Gegner dieser Europameisterschaft, weil das Land so arm ist. Es ist auf Weltmarktkredite angewiesen. Hat sich mit dem Bau der Infrastruktur, und da musste man ja tatsächlich von Null anfangen und ist bis jetzt noch nicht fertig mit allem. Also die Autobahnen, denke ich, werden auch nicht fertig werden. Hat sich hoch verschuldet. Das heißt, man kann natürlich auch vor diesem Hintergrund fragen, wo ist eine Vergabe sinnvoll und wo nicht. Und schadet sich so ein Land nicht auch selbst mit der Bewerbung für so etwas. Das ist nicht in unserer Verantwortung, das ist völlig klar. Aber in der Ukraine war das von Anfang an nicht unumstritten. Wenn man jetzt gesagt hätte, das wird nicht passieren, da sind wir uns einig, aber wir ziehen die ganze EM dort ab und lassen sie in Deutschland oder sonst wo stattfinden. Ich glaube, das wäre eine Katastrophe gewesen in jeder Hinsicht. Denn die Leute haben alle sparen müssen für diese Investitionen. Es sind Sozialabgaben gekürzt worden, massiv an manchen Stellen. Und ich glaube, das würde eine völlig falsche Richtung geben, auch den Gedanken der Ukrainer, die also den Westen gar nicht verstehen würden. Die würden tatsächlich sagen, was soll das denn jetzt? Jetzt lasst ihr uns hier auf diesem Schuldenberg sitzen, nur weil wir das politische Problem haben, das wir selbst kennen, von dem wir wissen, dass wir selbst kritisieren, aber kommt doch her und diskutiert es mit uns. Ich möchte aber noch einmal zu Herrn Groth und dessen Ausgang zurück und sagen, dass ich den Gedanken sehr richtig finde, dass die gesteigerte Aufmerksamkeit, die mit einem solchen Sportereignis einhergeht, für ein Land auch wirklich ein Segen sein kann. Für ein Land, was wackelt, was in die richtige Richtung kippen könnte oder in die falsche Richtung kippen könnte, kann dieser Moment wirklich ein glücklicher werden. Dieter Carstensen ist am Telefon und ruft an aus Waldbröl. Herr Carstensen. Ja, ich wünsche einen schönen und guten Sonntag in die Runde. Den wünschen wir Ihnen auch. Meine Frage wäre, könnten Sie sich nicht alle vorstellen, dass man prinzipiell in Ländern, wo es die Todesstrafe gibt, wo es Folter gibt, wo gegen Menschenrechte verstoßen wird, dass man sagt, prinzipiell verantworten wir dort überhaupt keine Sportveranstaltung mehr, keine internationalen, und dass man das nicht nur auf die Ukraine bezieht, sondern prinzipiell, weil wir leben in einer Demokratie und wir machen uns ja für die Menschenrechte stark. Und mein Vorschlag wäre, und da richtet sich die Frage auch besonders an Frau Westphring, was meinen Sie denn zu dem Vorschlag, dass man sagt, prinzipiell in solchen Staaten nein? Dankeschön für Ihre Frage. Frau Westring, Sie sind direkt angesprochen. Ich finde das gut. Wir haben natürlich ein kleines Problem, beispielsweise, dass in den USA die Todesstrafe existiert. Vielleicht wäre das eine Kröte, die wir schlucken müssten und sagen, dann eben auch nicht in die USA. Aber ich finde das im Prinzip einen richtig guten Vorschlag, eine richtig gute Idee. Das führt ja auch zu dem, was Herr Kistner vorhin sagte, in die Vergabe mit aufnehmen, dass sich ein Land gegenüber seinen eigenen Bürgern gut benehmen muss. Ich glaube, an der Stelle könnte man sehr nutzbringend weitere Überlegungen anstellen. Das will ich doch gern noch mal in die Runde geben. Ist das praktikabel? Also nur in Ländern, wo
USA haben Sie gleich gesagt, machen wir dann eine Ausnahme, machen wir die bei anderen Ländern mit? Habe ich nicht gesagt. Habe ich gesagt, wäre bestimmt ein Problem, die USA draußen vorzulassen. Aber man kann sicherlich nicht sagen, wir gehen nicht nach China, weil die Todesstrafe haben, aber in den USA ist uns das egal. Ja. Das wird man nicht durchhalten können. Dann muss das schon für alle gelten. Herr Holtschuh, bleiben da noch viele übrig? Geht es nur um die Todesstrafe oder geht es um Menschenrechte an sich? Herrn Carsten, dann würde es um Menschenrechte. Um Menschenrechte an sich, dann würden, wenn man also da Amnesty International hört oder die verschiedenen Organisationen, die da gibt, dann würden wirklich nur noch eine Handvoll Länder übrig bleiben. Das wäre ein Closed Circle, in dem dann die Großereignisse stattfinden würden. Die Idee von Ihnen zu sagen, man nimmt es in die Vergabe mit auf, wie immer, wie fest man das immer zurt, ist sicherlich ein Ansatzpunkt, über den man nachdenken würde. Und das finde ich eigentlich eine gute Idee. Also als ein Kriterium. Als ein Kriterium, zumindest in der, vielleicht löst sich ja in dem einen oder anderen Staat dann auch irgendetwas. Ich glaube es nicht, aber man weiß es nicht. Mhm. Herr Gister. Ich finde es gut, dass der Vorschlag immerhin diskutiert wird. Ja. ist er realistisch? Es gibt einen anderen Weg. Ja. Und der ist realistisch. Wir haben jetzt die Debatte. Wir haben sie jetzt Bundesregierung, EU-weit. Laufen. Und warum geht man nicht den nächsten Schritt und sagt, wir können nicht in den Sport hinein regieren. Wir können dem Sport natürlich nicht vorschreiben, Stichwort Autonomie des Sports, was er in seine Verträge reinschreibt. Aber wir können für uns jetzt festlegen, wir werden nur noch an Bewerbungen teilnehmen. Und ich rede von den westlichen Ländern, die ganz, ganz wichtig sind auf Dauer im Weltsport, insbesondere im Fußball. Mhm. Wir nehmen nur noch teil an Bewerbungen, in denen diese Mindeststandards, die wir in welcher Form auch immer definieren müssen, aber das kann ja kein Hexenwerk sein, enthalten sind. Wenn sie nicht enthalten sind, dann geht es meinetwegen weiter nach Katar, nach Dubai, nach Aserbaidschan und wieder zurück in die Ukraine, nach Russland. Das ist ein Druck. Glauben Sie, dass das erreichbar sein könnte politisch? Ja, natürlich. Ja? Das sind ganz wichtige Länder. Das sind insbesondere im Fußball, mehr noch im Fußball als in der olympischen Welt. Wir sind so gut wie am Ende. Das sind das wichtige Länder. Ich frage mich allerdings, warum man nur den Sport dazu verpflichtet und nicht das ausdehnt auf Kultur, auf Wirtschafts... Dankeschön in die Runde. Wir sind am Ende des Presseclubs nachgefragt. Ich danke Ihnen für Ihre Fragen, für Ihr Interesse. Wir alle wünschen Ihnen noch einen angenehmen Sonntag. Machen Sie es gut und genießen Sie Ihren Tag. Tschüss.